Gott, ich habe einen Haul für euch. Ja, ich weiß schon wieder. Aber ich habe ein bisschen was eingekauft und würde das gerne schon in die neue Wohnung bringen. Und damit ich es dann, wenn die Möbel dann da sind, gleich einräumen kann. Ja. Ich muss sagen, ich war ein bisschen böse und habe auch bei Clarins was eingekauft. Ich habe nämlich, es gab so eine Aktion, dass du 9 Geschenke bekommst und 6 Proben, die du dir selber aussuchen darfst. Also bin ich ein bisschen eskaliert und habe mir ein bisschen was gekauft. So, ich habe gesehen, dass die im Online-Shop bei Clarins.at noch meine Reinigungsmilch haben. Und ich habe nur noch ein Backup, habe ich gesehen, weil eine verwende ich gerade. Ja, deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Ich weiß, also beziehungsweise bestellt, nicht mitgenommen. Ich weiß, eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht, aber ich benutze das jetzt ja morgens und abends und habe mir gedacht, okay, ich habe immer gerne 2 Backups als Ersatz, sage ich euch ganz ehrlich. Mir ist es einfach lieber, damit ich auch wirklich exakt genug habe. So, dann gab es eine Box, die man bestellen konnte. Das ist so eine, ich weiß jetzt den Namen nicht, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das irgendwo, wie die Box geheißen hat. Aber da sind ganz, ganz viele Sachen drinnen, 3 in Originalgröße. Dann, ich glaube, auch 3 Sondergrößen und Probiergrößen oder so. Also, bis gerade. So. Okay, ich zeige euch mal die Originalprodukte zuerst. Einmal war das Shampoo dabei, das ich unbedingt probieren wollte, weil das gibt es nur im Online-Shop. Sonst im Geschäft bei Müller gibt es nämlich auch nicht. Wollte ich es unbedingt probieren. Die Kerze riecht mal voll aus dem Karton raus. Ich wollte das unbedingt probieren, wie das ist, und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, da gibt es eine Nachfüllung, wenn es mir gefällt. Habe ich euch gesagt, noch gar nicht nachgeschaut. Dann als Originalprodukt gibt es auch den Lip Perfector, wer den kennt. Ich habe, glaube ich, einen noch von Catrice und würde die gerne vergleichen in irgendeinem Video, weil ich brauche ein paar Videoideen für die neue Wohnung dann. Und weg ist er. Also wenn ihr dann einen Vergleich haben wollt, ich meine, die Farbe ist ganz anders, die ich da habe. Ich meine, der Vergleich bringt euch gar nichts mehr, weil das Ding von Catrice kann man nicht mehr kaufen, aber es wäre halt interessant. Dann habe ich das Beauty Flash Balm drinnen, das ist auch das Originalprodukt. Ich habe nur bis jetzt ziemlich viel Gutes davon gehört, von einer Kollegin, deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich weiß, ich hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber ich will ja auch meine Make-ups aussortieren. Ich habe da noch ganz viele, die ich jetzt nicht mehr benutze und werde die dementsprechend natürlich aussortieren. So, dann haben wir, ich glaube, es sind mehr Travel Size. Also das ist jetzt halt ein bisschen doof, das ist so ein Badezusatz von Clarins, aber ich werde mir das, wenn ich wieder im Badischl bin oder so, einfach mitnehmen. Ja, oder es als, es, man kann es ja als Duschgel auch verwenden, also ist das nicht so schlimm, steht der Bade- oder Duschkonzentrat drauf. Ich glaube, es ist jetzt nicht so mein Lieblingsduft, wenn ich mich nicht irre. Naja, es geht, es geht. Es ist okay. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich möchte mir das so bald wie möglich in die Dusche stellen. Oder Badewanne, je nachdem. Aber ich möchte gerne wissen, wie das ist. Da gibt es auch ein Peeling, das hätte ich auch mal gerne. Aber warten wir mal ab. Für die Reise habe ich mir dann gedacht, könnte ich den Reinigungsschaum dann verwenden. Weil den wollte ich sowieso unbedingt mal ausprobieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist nicht schlecht, wenn der da dabei ist. Da sind die 50 ml drinnen. Ist relativ groß, finde ich. Es gibt natürlich auch ein Originalprodukt von dem, das ist halt nur so diese Probegröße. Aber ich finde das gut, dass da diese Probegrößen drinnen sind. Ein Duft war da jetzt auch mit drinnen. Den finde ich aber auch gut, das sind die 30 ml. Ich glaube, den kann man gar nicht sprühen. Ach, das ist doof, den kann man gar nicht sprühen. Ah, der riecht sehr, sehr gut. Da habt ihr die Flasche, der riecht wirklich gut. Blöd ist halt nur, dass man den nicht sprühen kann. Das finde ich exakt sehr doof. Aber ja, ist ein geringeres Problem, sage ich jetzt mal. So, den habe ich auch mit drinnen. Dann habe ich einmal diese Gelcreme von Clarins. Da weiß ich noch nicht, ob ich die dann verschenke. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Ich habe noch eine Probe davon. Die werde ich vorher testen. Und wenn die für meinen Hauttyp halt nichts ist, macht nichts, dann habe ich schon eine Idee, wenn ich es dann schenke. Das ist jetzt das geringere Problem, glaube ich. Über die habe ich mich ganz, ganz, ganz doll gefreut. Das ist die SOS Komfortmaske. Da ist jetzt nicht da ist jetzt wirklich wenig drinnen, sehe ich gerade. Das sind 15 ml, aber ich wollte die unbedingt wieder testen.
Ich hatte die ja, glaube ich, schon mal als Probe und wollte sie einfach wieder testen. Mit dem kann ich jetzt auch nicht wirklich was anfangen. Das ist ein Selbstbräuner von Clarins, aber vielleicht probiere ich ihn mal aus. Ich meine, das Blöde ist, da ist halt nicht viel drinnen. Das sind jetzt nur 8 Milliliter drinnen. Aber ich wollte die Box unbedingt haben, weil da gibt es viele Sachen, die mich halt wirklich schon länger interessiert haben. Ganz besonders habe ich mich gefreut über diese Kerze hier. Das ist von Clarins die Relax-Kerze. Ich finde, die riecht schon den ganzen Karton richtig. Es ist eher so ein bisschen altbacken, würde ich sagen. Aber irgendwie erinnert das mich an was. Ich weiß nicht an was, aber es erinnert mich an irgendwas. Und deswegen finde ich den Duft gar nicht so schlecht. Bin gespannt, wie es dann in der Wohnung wirkt. Ist ein Ding, was ich mir für die neue Wohnung aufheben werde. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich gerade aktuell das Bodyöl von Biotherm versuche leer zu machen, weil ich habe es als Duschöl verwendet. Dafür fand ich es gut. Als Körperöl ist das immer so eine komische Sache, aber dazu dann im Aufgebraucht-Video mehr. Deswegen wollte ich unbedingt das von Clarins probieren. Das schaut so aus. Ihr wisst ja, ich liebe das Gesichtsöl von Clarins. Deswegen wollte ich unbedingt mal das Körperöl auch ausprobieren. Ich bin gespannt, wie es ist. So, und das Letzte, was dann noch in der Box drinnen war, es ist so eine 7-Tage-Kur von der Augenpflege drinnen. Da hast du so 7 Stück von der Augencreme da drinnen. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich habe die nur 2-mal, weil ich da bei den 9er-Geschenken da auch was dabei habe. Das seht ihr gleich. Aber ich finde die gar nicht so schlecht, weil ich habe die vor kurzem leer gemacht. Die Augencreme ist gar nicht so übel und ich habe sie auch in Original daheim. Jetzt zeige ich euch was ich mir nicht aussuchen konnte. Das war da mit dabei bei dem Einkauf. Das war so eine Geburtstagsaktion, da hast du 9 Geschenke dazu bekommen. Und ich habe einmal die Total Eye Lift Augencreme bekommen, die werde ich zu Weihnachten einfach verschenken. Da finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die dabei war. Ich hatte die ja schon mal in Originalgröße und war ja nicht so zufrieden mit der. Aber ich kann sie zu Weihnachten verschenken, überhaupt kein Problem. Dann, wie gesagt, habe ich nochmal die Proben, die habe ich ja dann 2-mal. Könnte ich auch verschenken, je nachdem. Einmal ist die Mascara drinnen, die Wonder Perfect hat die geheißen. Könnt ihr eigentlich längst schon da rausnehmen, das bringt ja niemanden, wenn das niemand sieht. Dann habe ich 2 Sachen bekommen, einmal so eine Kosmetiktasche, die werde ich vielleicht auch dann zu Weihnachten verschenken, mal schauen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und auch das Täschchen fand ich so süß. Da sind so Reinigungspads drinnen. Ich weiß nicht, wie ich die finden soll, aber ich habe die schon mal gehabt von einer anderen Marke und fand die nicht so gut, weil die drehen sich, wenn man die verwenden, wie so komisch im Gesicht ein. Aber ich werde eines mal probieren, wenn nicht, werde ich die anderen einfach verschenken. Ist ja überhaupt kein Problem, man kann das ja eh immer weitergeben. So, dann habe ich noch 2 kleine Größen. Das Beauty Flash Balm, ich glaube, das ist dasselbe, was ich in Original habe, habe ich auch in klein bekommen. Interessant. Und die Rich Body Lotion habe ich auch gekriegt und ich liebe die. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe die damals, wie ich angefangen habe, bei Müll habe ich so eine kleine Probe mal gekriegt. Die ist mega. Ich bin froh, dass die dabei war bei dem Set. Dann habe ich einen 50ml Augen-Make-up-Entferner dazu bekommen und das finde ich mega, weil wenn ich Glück habe, kann ich den dann auffüllen, die Flasche, weil ich benutze ja nur den von Clarins in letzter Zeit. Und den werde ich mir wieder für die Reise dann aufheben. Bin ich mega happy drüber, habe ich mich extrem gefreut. Und jetzt kommt was, das fand ich sowas von süß. Es war ein Lippenstift dabei, aber es ist da nicht viel drinnen. Was mich aber nicht stört. Dann kriege ich das Ding wenigstens leer. So schaut der aus und es ist wirklich, wirklich wenig drinnen. Das ist alles, was drinnen ist. Aber ich finde das vollkommen okay. So kann man den Lippenstift testen und der wird nicht so schnell kaputt. Bei den meisten Mini regt mich das immer auf, dass da viel zu viel drinnen ist. Ich meine, natürlich ist es ein Rotton, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Aber ich finde das so süß, dass der dabei war. Kann ich überhaupt nichts Negatives dazu sagen, wirklich nicht. 6 Proben habe ich mir ja selber aussuchen dürfen. Und ich habe da extrem lange überlegt, was für Proben ich nehme. Und habe mir da wirklich schwer getan. Habe aber dann Gott sei Dank mich für 6 Stück entscheiden können, weil ich wollte so viele Sachen testen. Ein paar Sachen kenne ich ja und ein paar nicht. Und ich sage das dazu, wenn ich die Sachen kenne oder nicht. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Und ich habe gesehen bei meinem Backup-Schrank, ich habe die Gesichtspflege schon rausgeräumt. Und da habe ich gesehen, dass ich nur noch 2 Peelings in Originalgröße habe. Eine Probe, aber die ist schon leer. Und ich habe noch 2 kleine. Ein kleines Clinique Peeling und dieses L'Oreal Kiwi Peeling, was ihr noch kennt, was ich mal in Original habe. Das habe ich auch in klein noch. Und dann habe ich nichts mehr. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mir mal ein Peeling dazu.
Weil vielleicht kann ich ja zu Clarins wechseln. Ich habe nämlich vor kurzem ein Peeling verwendet, was ich früher so gern mochte und irgendwie fand ich das nicht mehr so gut. Keine Ahnung, woran es lag. Aber ich habe mir jetzt mal als Probe das Peeling Beauty Eclat ausgesucht. Da ist auch relativ viel drin, also relativ viel, 3 Milliliter sind drin, aber ich finde für ein Peeling, ich meine, das schaut nach nichts aus da drin. Schaut so aus, als wäre da gar nichts drin. Ich glaube, das werde ich bald testen. Deswegen wollte ich es euch auch zeigen. Ich glaube, das werde ich mir gleich ins Badezimmer stellen und schauen, ob da überhaupt was drinnen ist, weil es wirkt, ehrlich gesagt, nicht so. Ein bisschen, aber nicht viel. Aber ich schneide die Clarins-Proben sowieso immer auf und dann hört ihr das im Aufgebraucht-Video. Ich bin gespannt, ob da was drin ist oder nicht. Mal schauen. Vielleicht ist es ja auch ein Produktionsfehler bei den Proben. Dann habe ich ein Serum mir ausgesucht, was ich schon mal in Original hatte und ich habe es geliebt. Das ist das Pore Control Serum. Ich habe das geliebt, dieses grünliche Serum. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich habe das irgendwann einmal aufgebraucht und ich wollte das unbedingt wieder haben. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn da die Probe dabei ist, dann nehme ich mir mal die Probe dazu. Ist ja nichts verkehrt dran. Dann habe ich, und das hat mich so interessiert, wisst ihr, ich stehe auf so Essenz. Ich hatte die von Biotherm einmal gehabt, von Ahava. Von Ahava fand ich die aber nicht gut. Von Biotherm habe ich es mal leer gemacht und ich habe sogar noch ein Backup. Von welchen Marken habe ich es noch? Von Elisabeth Arden habe ich die noch. Die freue ich mich auch schon, ich habe die zweimal. Ja, und jetzt gibt es von Clarins auch. Komischerweise aber nur die Multi-Active-Reihe im Online-Shop. Und ich wollte die unbedingt haben. Ich liebe ja solche Gesichtsessenzen, ihr kennt es mich ja. Ich weiß noch nicht, wann ich die verwende, aber ich freue mich schon drauf. So, dann habe ich noch 3 Sachen, auch die ich unbedingt testen wollte. Das Reinigungsöl. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Reinigungsöl-Junkie. Ich habe jetzt eines aufgebraucht, das war ganz furchtbar. Da bin ich froh, dass das Drecksding eigentlich leer ist, weil das war ganz, ganz schlimm. Das von Biotherm und Lancôme finde ich so lala. Das von Lancôme ist so ein bisschen wie Honig, das zieht sich ja extrem. Und das von Biotherm hatte ich bis jetzt nur in klein und fand ich okay. Es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und deswegen will ich unbedingt das von Clarins ausprobieren. Ich meine, jetzt seht ihr nicht viel, aber ihr könnt sehen, dass das so ein flüssiges Öl ist. Oder was mich noch mehr interessieren würde, wäre das von Elisabeth Arden. Aber dabei, ich habe noch eins von Balea in Originalgröße. Das habe ich mal zum Geburtstag oder so gekriegt oder zum Weihnachten oder so von einer ganz, ganz lieben Person, von meiner heißgeliebten Samstagskraft von Anissa. Ich grüße dich, mein Schatz. Ja, das habe ich noch. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere das einmal aus. Ja, ich kleiner Junkie. Okay, dann habe ich noch eine Probe. Die habe ich vor kurzem erst aufgebraucht, glaube ich. Ich muss mal schauen, ob das dasselbe war. Weil ich habe das ja eh da in meinem Schminktisch. Nein, das war nicht dasselbe. Da habe ich jetzt die Probe von dem Gel, von diesem Calm Essential, was ich euch mal gezeigt habe in einem aufgebrauchten Video, wo ich so begeistert war. Da habe ich jetzt aber das Gel erwischt. Aber ist auch nicht schlimm, dann kann ich mal das Gel auch probieren. Ich dachte, es ist die andere, weil die mochte ich ja sehr gern. Aber da habe ich jetzt das Gel. Auch nicht schlimm. Dann habe ich ein Produkt, das ich auch unbedingt testen wollte. Das ist die berühmte Bananenmaske von Clarins. Die wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Habe ich mir auch aussuchen dürfen. Also die Probenauswahl ist sehr, sehr cool. Ich meine, sonst darf man ja nur 3 aussuchen. Das war jetzt nur, weil sie Geburtstag hatten und da durfte man 6 Stück aussuchen. Aber ich finde das mega. Ich habe den Primark so vermisst. Ich war vor kurzem im Primark und habe mir ein paar Sachen gekauft mit meiner Freundin zusammen. Ich habe mir für meine neue Wohnung so fürs Couch sitzen. Ich habe nämlich in der neuen Wohnung hatte ich eigentlich geplant, dass ich mir so eine Leseecke mache, aber das geht sich vom Platz einfach nicht aus, weil es ist eigentlich von den Räumen fast circa so wie da, nur habe ich halt einen Raum mehr. Ja, geht sich jetzt leider nicht aus, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich habe mir so ein paar Chiller-Klamotten gekauft. Also ich habe mir einmal so eine rosane Hotband gekauft, die ich jetzt endlich mal waschen sollte, damit ich sie tragen kann dann in der neuen Wohnung. Hoffentlich wird es ja nicht mehr lange brauchen. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Rosa-Fan. Ich kann heute irgendwie nicht reden. Aber ich fand das sowas von süß und wollte dann unbedingt eine passende Hose dazu haben. Das ist so ein Winnie-Pooh. Ihr habt so ganz dezent die Winnie-Pooh-Köpfe drauf und ich fand das so, so schön und es fühlt sich einfach so genial an, dass ich das unbedingt haben wollte. Nur mich nervt das, dass ich beim Primark immer den Kleiderhaken dazugebe. Das geht mir richtig am Keks. Aber auf das freue ich mich schon, wenn ich
mich mit Tee und meinem Buch dann auf meine Couch auf. Das freue ich mich schon extrem. Aber das wird jetzt noch eine Weile brauchen. Passend dazu habe ich mir natürlich rosane, weil, Mädels, mein Schlafzimmer ist babyrosa. Nein, nicht so rosa wie da, sondern ein bisschen dünkler. Aber das ist so ein richtiges Prinzessinnenrosa, mein Zimmer. Das ist wie doch ein Prinzessinnenzimmer. Und da habe ich mir gedacht, so, ich habe mir die richtigen Schuhe dazu gekauft. Dann kann ich die Schuhe schon mal mitnehmen, wenigstens. Auf das freue ich mich schon extrem. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Dann habe ich mir dreimal so schwarze T-Shirts gekauft, weil ich keine mehr hatte. Die anderen, ich habe vor kurzem erst eins aussortiert, weil das Löcher hatte. Und beim Primark haben die jetzt auch so eine Sammelstelle für Klamotten. Finde ich cool, weil ich muss sowieso aussortieren. Das heißt, dann landen dann meine alten Klamotten hin. Ich war böse und habe beim Primark noch so ein paar Masken gekauft. Ich weiß, eigentlich wollte ich keine mehr kaufen. Aber ich konnte an drei Sachen nicht vorbeigehen. Ich habe mir einmal, aber nur einmal, da war ich brav, die Augenpatches von Primark mitgenommen mit Melone. Ihr wisst ja, ich liebe die anderen von Primark, diese mit diesen silbernen Sternen drauf. Die liebe ich ja heiß. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde die demnächst mal verwenden, weil dann könnte ich sie mir wieder bunkern. Ich traue mich gar nicht laut sagen. Oder auch nicht, je nachdem, ob sie gut oder schlecht sind. Dann habe ich nie gewusst, dass es auch beim Primark eine Lippenmaske gibt. Wollte ich auch unbedingt probieren. Das ist nämlich auch so eine Sommervariante. Strawberry heißt die. Bin gespannt, wie die ist, und ich war brav und habe mir nur ein Stück gekauft. Da war ich böse. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe mir nochmal so eine Disney-Maske gekauft. Ja, die soll nach... Nach was sollen die riechen? Litschi. Die soll nach Litschi riechen. Und ich fand die Verpackung aber so schön. Ich konnte an dem Ding nicht vorbeigehen. Ich war so gestört. Ich werde sicher wieder jammern, dass die furchtbar riecht. Aber die Verpackung war so wunderschön. Die musste ich einfach mitnehmen. Ich weiß, Opfer. Haargummis habe ich mir auch mitgenommen von DM aber noch, weil ich habe unbedingt neue gebraucht. Jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ich habe die vorher nämlich schon überall gesucht. Dann bleiben wir noch kurz beim Primark. Ich habe mir so zwei Packungen von Reinigungsschwämmen gekauft. Ich hatte ja die Winnie Pooh und ich habe schon überlegt, die in der Waschmaschine zu waschen. Weil die Winnie Pooh will ich ungern wegschmeißen, weil ich fand die so niedlich. Wenn ihr einen alten Primark-Haul noch von mir kennt, wisst ihr sicher noch, welche ich meine. Und deswegen habe ich mir die mal mitgenommen und da kann man mit dem Finger hineinfahren, habe ich mir die noch mitgenommen. Mal schauen, wie die sind. Jeweils immer nur eine Packung, weil wenn es nichts ist, habe ich es einfach daune. So, beim DM habe ich mir mal mitgenommen so einen Nail Polish Corrector Pen. Hatte ich ewig nicht mehr, weil irgendwann dazwischen fahre ich so immer raus und das gefällt mir nicht. Ich habe nämlich vor, dass ich bald wieder meine Nägel lackiere und deswegen habe ich mir den mal gekauft. Weiter beim DM habe ich mir noch einen Nachfüllpack von einer Seife gekauft. Ich muss ernsthaft mal die ganzen Seifen aufbrauchen, die ich da habe. Ich habe mir von Alverde eine Seife gekauft. Die ist mit Himbeerduft. Ich bin gespannt, wie sie ist. Ich habe sie bis jetzt noch nicht probiert, weil ich wollte sie euch noch vorher zeigen. Irgendwas rinnt da aber aus, habe ich das Gefühl. So. Wenigstens habe ich die andere Seife gefunden, die ich schon überall gesucht habe. Super, oder? Ich habe mir noch die Pflegedusche gekauft. Ich bild mir ein, ich habe sie mir mal gekauft. Habe aber die Flasche bis jetzt noch nicht in der Wohnung gefunden. Wenn ich jetzt zwei habe, habe ich halt Pech, aber ich habe sie mir jetzt noch einmal gekauft, weil ich habe die Nachfüllung noch. Weil ich liebe dieses Duschgel. Das war früher eins meiner Lieblinge. Das riecht so genial. Ja, werde ich bald verwenden. Auch wenn das jetzt nicht so in die Zeit passt, aber werde ich bald, glaube ich, mal verbrauchen, damit ich weiß, ob es jetzt wirklich mein Liebling war oder nicht. Ja. Ich habe mir zweimal die neuen Reinigungstücher gekauft. Fragt es mich nicht, aber ich fand die Verpackung einfach so süß. Das war, glaube ich, ein Impulskauf, weil ich schon ewig nicht mehr draußen war. Traurig, traurig, würde ich sagen. Wirklich traurig. Dann habe ich hier die Flüssigseife, Bio-Minze und Bergamotte von Alverde. Ich will ein bisschen so die Seifen durchtesten, weil mir taugen die von Aveo irgendwie nicht mehr. Ich muss einmal schauen, ich meine, ich war jetzt schon lange nicht mehr gucken, aber ich mag mal von Alverde welche probieren. Schauen wir mal, ob ich die gut finde oder nicht. Das ärgert mich jetzt, aber den werde ich einfach in Tobi zum Geburtstag schenken. Das ist der Dreckspatz
Spatzbadetüte, die Dreckspatzbadetüte für Kinder, Ringelblumenduft. Werde ich einfach in Dobi dazu schenken zum Geburtstag. Dann habe ich dann noch eine Probe, die ziemlich demoliert ausschaut. Ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Oh, ich weiß schon warum. Ich, kleiner Chunky, habe mir ein reduziertes Duschgel von Marionneau gekauft. Das war aber noch vor meiner Operation. Da war ich so ein bisschen overhyped. Das hat aber nur 13,80 gekostet, das Chanel Duschgel. Das ist von Chanel Mademoiselle, das Duschgel. Ich wollte das unbedingt haben. Und da hat sie mir die von Marionneau, die ist ja urlieb, ich liebe die Verkäuferin, die ist so süß, hat mir dann zwei Proben dazu gegeben. Einmal von Kenzo ein Duft. Der schaut so aus, habe ich euch eh gerade gezeigt. Die gibt es auch, glaube ich, nur exklusiv beim Marionneau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass was ausgronnen in dieser Tasche, aber okay. Und ich habe gebettelt nach diesem Chanel Make-up, weil ich das unbedingt probieren wollte. Ich habe ja vor kurzem noch gesagt, ich mag keine Chanel, keine Proben, nicht Chanel, sondern ich mag keine Proben von Make-up. Aber ich will das unbedingt ausprobieren. Eine Freundin von mir hatte das, die Vivi, und sie hat gesagt, sie liebt das. Sie hat sogar schon vorher gekannt, weil sie haben nur die Verpackung verändert und machen jetzt so viel Werbung drüber, hat sie mir erzählt. Weil sie kannte das Make-up schon. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus. Ich habe das komplett vergessen, dass ich die Probe da habe. Auch sehr gescheit. So, für meine neue Wohnung habe ich mir schon einen neuen Duschschwamm gekauft mit einem Katzenkopf. Ich fand das so süß. Ich weiß, ich bin gestört. Aber ich fand den so herzig. Da habe ich mir den mitgenommen. Der ist doch voll zuckersüß, oder? Habe ich mir gekauft. Nehme ich dann auch mit in die neue Wohnung. Gott sei Dank habe ich endlich die Seife gefunden, die ich überall gesucht habe. Ich habe nämlich gewusst, ich habe mir eine gekauft. Aber war mir nicht mehr sicher, welche, und war mir nicht sicher, wo ich sie hingetan habe. Tja, deswegen wollte ich das Haul-Video unbedingt machen. Ich weiß, ich bin gespannt, ob ich so schnell wieder ein Haul drehen werde. Ich glaube nämlich nicht, weil ich ja noch zu viel Zeug habe. Seife habe ich gebraucht, deswegen die will ich als nächster benutzen, damit ich dann die Nachfüllbugs verwenden kann. Weil ich finde, die hat eine super Größe. Klingt ein bisschen pervers. Aber ich bin gespannt, wie die riecht. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht an der gerochen. Ist okay. Ich möchte mir irgendwie noch die Pfirsich davon holen, weil die besser in mein neues Badezimmer passt. Fängt schon gut an. Aber die werde ich mir dann, glaube ich, danach holen oder so. Schauen wir mal, wie ich das dann mache. Aber ich habe noch so viele Nachfüllpacks, die ich jetzt auch mal aufbrauchen muss dann. Ich habe mir noch einen Duschschaum gekauft. Ich bin so gestört. Aber der riecht so gut. Der riecht wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe auch schon den Kirsche ausprobiert und den finde ich auch sehr, sehr gut. Also der von Bilou, der Kirsche. Ich bin gespannt, wie der ist, weil da gefällt mir die Verpackung so gut. Hätte mir nie gedacht, dass ich mich mit Bilou noch anfreunde. Ich war ja nicht so der Bilou-Fan, wenn ihr euch noch erinnert. Ich habe mir zweimal, ich habe die jetzt nur einmal, um euch die zu zeigen, weil ich will die eigentlich demnächst verwenden, habe ich mir jetzt die neue Tuchmaske gekauft. Eigentlich hätte ich sie mir nur einmal mitnehmen sollen, aber vielleicht bringe ich es meiner Schwester mit, weil die kommt eh nicht so oft zum DM, vielleicht, oder soll ich es noch aufheben, ich weiß nicht, ich habe halt so viel Zeug, aber ich werde die andere demnächst mal benutzen und es sind eh nur zwei, also ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ich habe ein ernsthaftes Problem, ich habe mir noch ein paar von den Schoko-Augenpads gekauft, ja, also ziemlich viele, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch die von Balea verwenden. Vielleicht lege ich mir auch einfach ein paar auf die Seite zum Verschenken. Damit ich einfach... Weil ich habe die Schoko, die dunkle und die dunkle Schoko mir auch gekauft. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Ja. Also die dunkle Schoko finde ich halt sehr, sehr künstlich. Aber vielleicht kann ich es ja... Ich bin ein bisschen gestört, aber okay. Ist ja okay, mein Gott. Gibt es ja Schlimmeres. Augenpads kann ich nie genug haben, so wie es ausschaut. Ups. Okay, egal. Ich beende jetzt mal dieses Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich so schnell wieder ein Haul hochladen werde, weil ich habe jetzt eigentlich noch genug Sachen. Wirklich genug Sachen. Also die Seife habe ich gebraucht, weil ich habe keine mehr zu Hause. Außer eine, die habe ich jetzt gerade noch in Verwendung und dann muss ich halt diese Nachfüllbugs benutzen. Ich habe auch, glaube ich, noch im Kasten draußen welche. Ja, die kommen aber dann sowieso ins Badezimmer. Also ich habe vor, dass in der neuen Wohnung diese Badezimmersachen, die
Zahnpasten, die Seifen, dass die wirklich nur noch im Badezimmer sind, damit ich die auch dort rausholen kann und dann eher mehr den Überblick behalte, was ich als Backup noch habe. Sagen wir es mal so. Da werde ich halt dementsprechend die derweil in der anderen Wohnung, nehme ich mal an, lassen. Mal schauen. Jetzt habe ich dabei die alte Seife, was ich euch im Aufgebraucht-Video, glaube ich, gezeigt habe, habe ich jetzt dieses Bananeduschgel da reingefüllt und so schnell wie möglich in die neue Wohnung tragen, weil ich da eine Seife braucht habe und keine gehabt habe und keine gefunden habe. Dabei habe ich die ja eh da gehabt, aber okay. Ist ja nicht so dramatisch. Sie passt aber nicht ganz ins Badezimmer, da will ich mir unbedingt diese Pfirsich noch kaufen. Ich weiß, gestört, aber sie passt nicht. Was soll ich machen? Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, was ihr euch vor kurzem gekauft habt, was nicht so notwendig war. Ich finde, die Augenbits hätte ich mir jetzt nicht nochmal kaufen müssen. Aber da kann ich auch für die Celine so 4 Stück auf die Seite geben für Krampus oder so. Hoffentlich sieht sie dieses Video jetzt nicht. Also, bist du schon mal gespoilert, was du zum Krampus kriegst, Celine? Oder was der Krampus dir beziehungsweise bringt? Ja. Schauen wir mal. Lass mal sich überraschen, ob ich die verschenke oder nicht. Vielleicht lege ich einfach ein paar auf die Seite, auch für die Arbeitskolleginnen. Ha, gute Idee. Ich werde für die Arbeitskolleginnen, weil da mache ich auch immer so Krampus und so und Nikolosackerl, da werde ich das für die Arbeitskolleginnen aufheben. Jede kriegt 2. Bin ich gut. Da habe ich schon mal eine Idee. Sehr gut. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr in letzter Zeit so gekauft habt. Über die Clarence-Sachen freue ich mich mega. Ich freue mich schon, die dann in die neue Wohnung zu tragen. Muss ich aber noch ein bisschen warten, weil ich heute nicht vorhabe, rüberzugehen in die neue. Aber ja, ich freue mich schon, wenn ich das erste Video drehen kann mit meinem neuen Hintergrund in der neuen Wohnung. Ich weiß, es dauert. Ich erzähle es in jedem Video, aber es dauert doch länger, als ich gedacht habe, leider. Weil es bringt ja nichts, wenn man das alles hört, den Hall. Das hat ja nicht viel Sinn. Ja, egal. Ich hör jetzt auf, drüber zu reden. Ich hoffe, dass wir sich bald in der neuen Wohnung sehen, aber mal schauen. Also bis dann, bye!